Verehrte Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Grünen haben an sich ja völlig recht, lieber Kollege Hofreiter, mit dem Inhalt des Antrages, dass echter Klimaschutz heute beginne. Ganz recht haben Sie aber nicht, weil er hat ja schon längst begonnen. Wir haben also etwa im Bereich der Arbeit in den internationalen Unterstützungen beim Klimaschutz die Mittel in der letzten Dekade auf heute unterdessen fast 2,5 Milliarden Euro erhöht. Das ist eine Verfünffachung des Klimaschutzes in 10 Jahren. Wir sind also nicht erst heute dabei, sondern wir arbeiten schon lange auch im internationalen Bereich am Klimaschutz. Ich möchte diese Zusammenhänge, weil Herr Hofreiter hat ja zu Beginn auch suggeriert, die Industrie habe Angst um Arbeitsplätze im Zusammenhang mit dem Klimaschutz. Das ist natürlich überhaupt nicht zutreffend, sondern es werden Arbeitsplätze sowohl bei uns wie auch in den Ländern, in denen wir mit internationaler Unterstützung aus dem BMZ Klimaschutz wirksam durchsetzen, natürlich sehr, sehr umfangreiche Mittel eingesetzt. Schauen Sie, ein besonders gutes Beispiel, das habe ich mir heute Morgen noch angeschaut, ist in Marokko der Solarpark Ouarzazate. Das ist ein unglaubliches Projekt, das müssen Sie sich mal anschauen. Das ist also ein sogenanntes Parabolrinnenkraftwerk, also nicht zu vergleichen mit den Photovoltaikanlagen, die wir üblicherweise kennen, sondern das sind riesengroße Spiegel, die also auf einen zentralen Punkt hin ausgerichtet werden. Und dieser zentrale Punkt, der enthält eine Turbine. Die Turbine ist von Siemens gebaut. Und die 500.000, stellen Sie sich das mal vor, die 500.000 Parabolspiegel, die auf diese Turbine ausgerichtet sind, das Licht konzentrieren, die kommen aus Bayern, von der Firma Flabeck. Das ist doch ganz beachtlich, das ist doch ein gutes Zusammenspiel zwischen Förderung von Arbeitsplätzen in Deutschland und erfolgreichem Klimaschutz, der dort auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen dient. Jetzt haben wir häufig, und ich bin mit vielen aus Kollegen, auch Kolleginnen aus allen Fraktionen ja bei Klimaschutzprojekten, Kollegin Höhn, aber sie liest das, da wollte ich Sie jetzt nicht stören, bei Klimaschutzprojekten, die wir weltweit unterstützen, ja vor Ort gewesen. Da war eine wichtige Frage immer auch, sind diese Dinge nachhaltig? Also ist es nicht einfach nur ein Investment, bringt es nichts, sondern nützt es auch den Menschen vor Ort. Und hier gerade bei diesem Solarprojekt in Marokko, da hören wir eben von NGOs, von German Watch, jawohl, die Menschen dort sind auch glücklich damit. Und das ist wichtig, dass wir eben nicht nur einfach mal irgendwo hier Geld ausgeben, sondern dass wir auch wissen, dass das für die örtliche Bevölkerung von einer nachhaltigen Bedeutung ist und dass die das positiv sehen und mitgenommen werden. Auch das gelingt da. Das heißt, wenn wir diesen Ansatz verfolgen, dann, Frau Kollegin Baerbock, jetzt will ich es noch mal kurz zu Ende bringen, wenn wir diesen Ansatz verfolgen, und dann kommt Ihre Frage aber auch herzlich gerne, dann haben wir das, was sich nämlich in Wahrheit für uns in die Zukunft ausgerichtet als wesentliche Präambel im politischen Handeln ergeben muss, nämlich das Prinzip der Nachhaltigkeit. Weil der Pariser Klimaschutzvertrag ist eben nicht isoliert zu sehen von dem, was wir im September 2015 in New York verabredet haben, nämlich die sogenannten Sustainable Development Goals. Wir nennen das vielleicht besser, und damit ist es etwas griffiger, den Weltzukunftsvertrag. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung der Kollegin Baerbock? Ja, ich hatte an sich schon kurz angedeutet, dass ich das gerne machen würde. Und jetzt, ja, wo ich gesagt habe... Aber Sie haben ja geredet. Ich wollte Sie ja genau. Also bitte schön, Frau Kollegin. Ja, netterweise schon das Wort erteilt. Vielen Dank, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen, weil Sie jetzt so explizit auf diese nachhaltigen Projekte eingegangen sind, die wir ja alle hier teilen. Wir ja aber wissen, dass es bei der Auslandsfinanzierung ja nicht so ist, dass das Geld überall sprudelt, sondern dass man Prioritäten setzen muss. Deswegen möchte ich Sie jetzt doch noch mal fragen, wenn Sie sagen, wie wichtig diese nachhaltigen und grünen Projekte sind. Sie wissen ja auch, dass über die KfW IPEX nach wie vor, das Unternehmen haben Sie angesprochen, Siemens auf der einen Seite einen wunderbaren Solarpark fördert, aber auf der anderen Seite zum Beispiel beim Kohle
Kohlekraftwerk in Südafrika auch mit als Zulieferer beteiligt ist. Und deswegen meine Frage, wenn Sie das ernst meinen mit der Nachhaltigkeit in der Auslandsfinanzierung, werden Sie sich dann dafür einsetzen, dass wir zukünftig Abschied nehmen von Auslandsfinanzierung von fossilen Projekten? Und wird das dann in dem Klimaschutzplan der Bundesregierung bzw. des jetzigen Umweltministeriums auch auftauchen? Weil bisher fehlt das dort ja leider vollends. Frau Kollegin Baerbock, ich werde mich, da können Sie ganz sicher sein und mich auch diesbezüglich noch mal daran erinnern, bestimmt dafür einsetzen, dass wir, soweit es geht und so schnell es geht, auf die Förderung von Projekten, die nicht nachhaltig auch im Sinne des Klimaschutzes sind, verzichten. Wenn es sich um Projekte handelt, die einstweilen in einer auslaufenden Phase gefördert werden, dann wird auf jeden Fall, also die nicht vollständig CO2-frei sind, dann wird natürlich vor allen Dingen darauf geachtet werden müssen, dass es sich um Projekte handelt, die ein effizienterer Ersatz für eine vorher schmutzige Technologie oder eine noch schmutzigere sind. Aber die Zielrichtung ist, da haben Sie vollkommen recht, dass wir auslaufend Projekte aus fossilen fördern und dass wir dann nur noch Erneuerbare fördern. Wenn das Ihre Frage beantwortet, dafür werde ich mich sicher gerne auch künftig stark machen. So, ich möchte noch mal ganz kurz klar machen, worum es in der Zusammenschau geht. Wenn wir noch mal einen Moment uns erinnern an wo wir stehen geblieben waren in Marokko. Da geht es also nicht nur um Einsatz von Mitteln aus dem Bundeshaushalt. Ich hatte ja erwähnt, es sind 2,3 Milliarden unterdessen, die im Bereich des Klimaschutzes aus dem BMZ kommen. Das sind übrigens 90% dessen, was wir international im Klimaschutz investieren, kommen aus dem BMZ. Und wir sind übrigens global dort auch führend. Das ist, darf man an dieser Stelle auch noch mal sagen. Also das heißt, wir sind gut und wir müssen natürlich und können auch besser werden, aber wir sind schon auf einem ganz ordentlichen Niveau. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu erkennen, dass diese Chancen, die wir in Drittstaaten, auch außerhalb der Europäischen Union, in der Entwicklung der erneuerbaren Energien geben, auch zu uns zurück als sauberer Strom laufen können. Weil dieses Kraftwerk hat ja auch die Chance, es ist eine Größe von 4.000 Fußballfeldern mit einer Leistung von 500 Megawatt, wiederum Strom in die Europäische Union hinein zu exportieren und damit erneuerbare Energie von außerhalb der EU in die EU hinein. Dazu muss aber, und damit möchte ich zum Schluss kommen als Europapolitiker, auch eine Kohärenz in der vor allen Dingen in dem Netzaufbau innerhalb der Europäischen Union stattfinden. Das ist unter dem Stichwort Energieunion thematisiert. Und ich glaube, daran wird im europäischen Kontext sehr stark und schnell zu arbeiten sein, weil dann nur kriegen wir nämlich wirklich den günstig produzierten Strom aus dem Süden, aus Photovoltaikanlagen oder aus solchen Parabolanlagen auch in den Norden. Und das ist das Beste, was wir für die Arbeitsplätze dort tun können und was wir für marktgerechte und günstige Preise für Strom bei uns tun können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Next. Moment. Ja. Alles ruhig. Nächster Redner, Klaus Mindrup für die SPD.